Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um ein Metaltech DB Hängerpack. Das möchten wir uns gerne mal genauer angucken, um zu schauen, was es denn so Schönes kann. Die haben wir das gute Pack, das Metaltech DBL Pack. Ne? Bestehen aus verschiedenen Hängern, die man in der Konfiguration wählen kann. Und unten in der Liste seht ihr schon zum Beispiel, was dieser denn alles laden kann. Von Zuckerrüben, Zuckerrohr, Mischration, Heu, Gras, Stroh, Kalk, Mist, Oliven, Weizen, Gerste, Hafer, Kalk, Schweinefutter, Mist, Dünger und halt Mineralfutter zum Beispiel. Ihr habt natürlich den DBL Metalldeckwagen in der Standardversion mit 12.000 Litern, wiegt 4,5 Tonnen und kostet 11.500 Euro. Dann habt ihr noch in der Konfigurationswahl den DBL 8, den DBL 10 mit 15.000 Litern, kostet dann 14.500 Euro, den DBL 12 mit 17.500 Litern, dieser kostet dann 17.500 Euro. Den Ballenwagen davon, also da könnt ihr halt Ballen draufstellen, entweder Rundballen oder Quaderballen, kostet 8.500 Euro. Oder wieder den DBL8. Reifenhersteller sind natürlich auch wählbar hier: Continental, Lizard, Trelleborg, Continental. Hier haben wir wählbar Reifenvariante Standard, Standard 2, Standard 3. Standard. Bei Lizard haben wir hier nichts wählbar, bei Trelleborg auch nichts. Nur bei Continental ist die Reifenvariante wählbar. Anhängerkupplung haben wir hier Standard. Zugmaul hinten, sowohl das Zugmaul als auch die jeweiligen Anschlüsse für Strom, Druckluft und halt Hydraulik zum Beispiel. Brauchen wir ja natürlich auch. Dann habt ihr noch wählbar Abdeckung, ja oder nein, ist natürlich färbbar, also zum Färben da. Hauptfarbe wählbar hier, auch in allen Farben, auch sehr viele hier zu wählen. Hier zum Beispiel hier in Weiß, da ist die ganze Grundfarbe in Weiß. Oder halt in Gelb, John Deere zum Beispiel, John Deere Gelb. Oder halt in Schwarz zum Beispiel. Des Weiteren können wir die Designfarbe wählen, das wäre jetzt der Kipper selber noch. Hier auch wählbar in Gelb zum Beispiel. Oder halt auch in Schwarz. Case Rot. Oder in Dunkelgrau zum Beispiel. Die Plane ist auch wählbar hier in allen Farben. In Weiß zum Beispiel. Oder in Schwarz. Ne? Wählen wir auch in Hardy Rot, Valtra Grün oder auch in Blau. Nur als Beispiel. Dann kostet der Hänger in dieser Konfiguration 17.300 Euro. Natürlich könnt ihr das Kennzeichen hinten natürlich auch wählen. Genau. Jetzt haben wir jetzt zum Beispiel die ganzen Hänger hingestellt. Ne? Den 8, den 10, den 12, den Ballenwagen, dann wieder farblich hier mal ein bisschen umgefärbt, ne? Den DBL in Rot und nochmal in Rot unterhalb, graue Felgen, hier komplett rot-rot oberhalb oder halt hier komplett in Schwarz zum Beispiel. Seht ihr natürlich, alles ist hier da, wo es sein soll, ne? Druckluft und Stecker. Ne? Können wir zum Beispiel gucken, ob wir jetzt auch einen mit Anhängerkupplung gewählt haben. Ja, haben wir. Da ist auch alles passend da, wo es sein soll. Ja. Und dann wollen wir den mal ausprobieren. Ich habe mir jetzt zum Beispiel mal so ein Fendt geholt und so eine Multikaufstation hingestellt. Und dann haben wir hier natürlich Weber R1 gedrückt. Abkippseite Kornschieber. Links, rechts, hinten und dann Kornschieber. Also im Prinzip habt ihr verschiedene Abkippseiten. Ich starte jetzt zum Beispiel mal einfach mal
Häckselgut ein. Kann man ja auch machen. Und dann fahre ich hier einfach mal hier auf so ein Plateau hin, um euch das zu zeigen, wie er so abkippt. Wir fangen mit dem Kornschieber an. Also L1 und R1 und Dreieck. Wie ihr seht, da geht der Kornschieber langsam hoch und runter. Und dann kippt der Hänger. Auch schön gemacht. Dann machen wir weiter mit linke Seite, Abkippseite. Das ist auch interessant gemacht, auf jeden Fall. Dann haben wir Weber, Achtung, jetzt noch die rechte Seite. Oder ihr werdet einfach, wenn der Hänger wieder unten ist, könnt ihr auch wählen, hinten, Abladepunkt. Da geht zum Beispiel hier die Klappe hinten auf, seht ihr den Haken? Der zieht zurück und dann gehen hinten die Haken auf. Wenn ihr zum Beispiel auch so hinfahren, so abkippen. Auf jeden Fall interessant gehalten, muss ich sagen. Ja, hat schon was. Wenn ihr halt einen schönen Hänger sucht, der abkippen kann. Können wir auch zum Beispiel hier oben stehen lassen. Na, dann bleibt der oben stehen. Wir können uns das Ganze hier mal angucken, ob hier alles richtig ist und ob hier alles top angeschlossen ist. Hier muss ich sagen, hier ist alles angeschlossen, wo es sein soll. Nichts backt hier rum oder fehlt hier. Alles so, wie es soll. Auf jeden Fall interessant gemacht. Ja. Feder ist ja auch von dem Gestänge da. Ja. Blattfedern sind verbaut. Zylinder ist auch hier. Da, wo er sein soll. Ja. Optisch kann man nichts sagen zu. Ist auf jeden Fall schön. Dann lassen wir den wieder ab. Und haben natürlich hier noch Weber. Ja. Linker links. Linker rechts. Licht. Mit Begrenzungsleuchten links und rechts. Und haben wir natürlich Bremslicht. Rückfahrlicht haben wir keins. Das brauchen wir aber nicht. Aber ich muss sagen, von Metalltech, die Hänger sind auf jeden Fall interessant. Und werden auf jeden Fall mal getestet bei uns im Livestream. Genau, das war es hier auch schon von dieser Mod-Vorstellung. Ich hoffe, euch hat das Ganze hier gefallen. Und falls ihr denn noch neu auf dem Kanal hier seid und die ganzen Sachen euch interessieren, könnt ihr den Kanal natürlich gerne kostenlos abonnieren. Und aktiviert die Glocke natürlich, damit ihr immer auf dem Laufenden seid. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.